Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit ein paar Monaten versammeln sich ein paar Meter von hier, Samstag für Samstag, Tausende von Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft und demonstrieren für unsere Freiheit. Für die Freiheit, ihren Beruf ausüben zu können, für die Freiheit, einkaufen oder weggehen oder auch nur rausgehen zu können, wann sie wollen. Vor allem aber für die Freiheit, darüber zu entscheiden, was sie sich spritzen lassen und was nicht. In einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ist so etwas, ist die Versammlungsfreiheit nicht nur das gute Recht aller, es ist sogar ein essentieller Grundbestandteil einer solchen Ordnung. Die Reaktionen aus der etablierten Politik aus den vergangenen Wochen zeigen aber, wie sehr Sie, meine Damen und Herren von CDU, SPD, FDP und Grünen, inzwischen mit dieser Ordnung auf Kriegsfuß stehen. Da ist zum Beispiel ein CDU-Oberbürgermeister, der die Versammlung mit fadenscheinigen Argumenten zu verbieten versucht und glücklicherweise noch von einem Gericht gestoppt wird. Da ist ein CDU-Ministerpräsident, der die Bürger mit bemerkenswerter Arroganz ermahnt, sie sollen doch aufpassen, mit wem sie da spazieren gehen. Da ist Deutschlands oberster Bürokrat von der SPD, der meint, der Spaziergang habe seine Unschuld verloren. Da ist ein FDP-Justizminister, der Bürgern rät, sie sollen doch lieber bei solchen Sachen fernbleiben. Und da ist ein CDU-Innenminister, der den protestierenden Bürgern gleich seinen Geheimdienst auf den Hals hetzt und natürlich, der natürlich wie bestellt und ohne jeden Beleg behaupten lässt, es seien bis zu 10% Rechtsradikale dabei. Meine Damen und Herren, wir können ja gerade in Echtzeit dabei zuschauen. Gestern war es wieder sehr deutlich, wie Ihr ganzes Panik- und Schauermärchengebilde rund um Corona in sich zusammenfällt. Und je mehr Ihre Narrative und Ihre zum Teil unwissenschaftliche Panikmache an der mit Händen greifbaren Realität zerschellen, umso schriller werden Ihre Abwehrreaktionen. Sie, meine Damen und Herren, haben unseren Bürgern 2 Jahre ihres Lebens gestohlen, Existenzen gefährdet oder vernichtet, Lebenswege zerstört, Milliardenwerte verbrannt und auch riesiges Leid verursacht. Die Menschen, die Opfer dieser Politik, die klug genug sind, sich nicht von ihren Staatsmedien in den Zustand von Dauerpanik versetzen zu lassen, wehren sich. Sie gehen auf die Straße überall im Land. Und es sind eben Menschen aus allen Lebensbereichen, keineswegs Radikale, wie sie es immer darzustellen versuchen. Auffallend viele davon kommen aber aus den Bereichen Medizin und Pflege, denn sie können täglich live miterleben, wie katastrophal ihre Gesundheitspolitik ist. Und das wüssten Sie auch, meine Damen und Herren, wenn Sie sich mal ein eigenes Bild vor Ort machen würden. Das könnten Sie wissen, wenn Sie, wie ich das regelmäßig mache, mal bei so einer Versammlung vorbeischauen und mit den Leuten reden würden. Da stehen Sie dann zwischen Deutschland, Regenbogen und Che Guevara-Fahnen, denn es geht hier nicht um rechts oder links. Es geht um Rechtsstaat und um Freiheit. Und die Menschen, die dafür demonstrieren, verdienen unseren Respekt und unsere Achtung. Insbesondere verdienen Sie das von den Maulhelden, die diese Werte ständig wie Monstranzen vor sich hertragen, um sie dann bei jeder Gelegenheit zu missachten. Es ist geradezu abstoßend, dass ausgerechnet die Parteien, die für jeden Unsinn, jeden Schmutz, der im Rahmen der Klimareligion passiert, Verständnis haben, sich hier plötzlich darüber ereifern, dass Freiheitsdemonstranten unter freiem Himmel keine Maske tragen, obwohl wir alle längst wissen, dass es dafür keine wissenschaftlich haltbare Begründung gibt. Es ist lächerlich und verlogen, dass die Grünen, die Schutzpartei der Baumbewohner, die Polizisten mit Kot bewerfen, eigenem Kot, und derjenigen, die sich auf der Straße festkleben und Rettungswagen blockieren, hier plötzlich das Versammlungsrecht aushebeln. Wer, wenn nicht Ihre klimareligiösen Vorfeldorganisationen, haben bereits mehrfach Angriffe auf dieses Parlament hier ausgeübt? Und wer, wenn nicht genau diese Radikalen, sind dafür verantwortlich, dass der Landtag seit Monaten unter massivem Polizeischutz steht? Und meine Damen und Herren, wo ist da eigentlich Ihre Empörung? Nicht besser ist da übrigens die SPD, die regelmäßig gemeinsam mit linksradikalen Schlägertrupps demonstriert oder wie bei uns in Köln alljährlich im Mai mit Stalin-Banner-Trägern durch die Straßen zieht, meine Damen und Herren. Sie brauchen mir von Demokratie wirklich nichts zu erzählen. Nein, meine Damen und Herren, Sie sind die...
Wollen Sie die Bilder sehen? Ja, das weiß ich ja, mit Stalin-Bannerträgern. Ne? Nein, meine Damen und Herren, Sie sind die Letzten, wirklich die Allerletzten, die sich ein Urteil über friedliche Demonstranten und Spaziergänger anmaßen dürfen. Diese Versammlungen sind richtig und wichtig, auch und gerade, wenn sie gegen die Herrschenden, wenn sie gegen sie gerichtet sind. Und deshalb tritt die AfD für diese Menschen ein, egal wo sie herkommen, egal was oder wen sie wählen. Es sind freie Bürger unseres Landes und wir kämpfen für ihre Rechte, offensichtlich als Einzige hier. Vielen Dank. Ja.